Moin, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Yuppie Psycho. Wir haben eine Taschenlampe gefunden und können jetzt eigentlich mal ein bisschen die Gegend erkunden. Aber ich glaube, hier waren wir doch schon überall alles. Wir haben ja schon ein bisschen was entdeckt, sage ich mal. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach die restlichen Etagen noch durch, die noch vor uns liegen. Ich glaube, das hier war die Cafeteria. Nee, nicht nee, die Cafeteria. Da kommen wir ja her. Obwohl die Cafeteria, war die nicht weiter unten? Hier waren wir noch gar nicht. Oder? Bäume? Im Gebäude? Was ist denn 8? 8 ist der Garten. War noch nicht im Garten. Hallo? Wer könnte merken, wenn ich es sage, dass der Kobold so gern raucht, wie er Käse mag? Okay, den Kobold müssen wir Käse geben. Oh, was? Jetzt hat er rein. Eine Videokassette mit dem Titel Videoclub Mysterio, Folge der Katze durch die Wälder. Wir können uns wieder ein Video angucken. Wir haben ja auch das Mumienvideo. Wir haben ja auch schon gegen die Mumie gekämpft, ist vielleicht zu viel gesagt. Wir sind ja vor der Mumie schon weggerannt. Und das Video gibt uns bestimmt wichtige Hinweise. Genauso wie wahrscheinlich das Video, was wir gerade gefunden haben, uns wichtige Hinweise gibt, was wir hier machen können. Oder so. Keine Ahnung. Das ist der Kobold. Nein, nein, ich kam nicht durch Stechen, was? Es kam nicht durchs Stechen mit Nadeln oder dem Zündeln wie ein Kind. Der Kobold sah die Hexe zu oft und das machte ihn blind. Okay, das ist eine rostige und kaputte Schaukel. Ich frag mich, was sie an so einem Ort macht. Alter, wir essen noch ein Sandwich. Sicher ist sicher. Ich lass mal hier wegsterben. Okay, was ist da oben los? Wir haben noch eine Käsescheibe. Wow. Tut uns weh? Wow, sie tut uns weh, sie tut uns weh, sie tut uns weh. Wir opfern die Käsescheibe. Ne, geht nicht. Okay, schade. Boah, hier geht's weiter. Boah. Oh, nein, 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 lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Okay. Okay, kommen wir noch nicht weiter. Scheinbar. Gott, ey, das macht mich ganz kirre. Dieses Gemurmel die ganze Zeit. Wo war denn? Wo war denn die Cafeteria? Haben wir das verpasst? Waren wir. Da war es in der 1. Ich war in der 9 auch noch nicht. Ein Flugblatt. Darauf steht Ausstellung zu Ehren des Blutes des Teufels. Okay, verschlossen. Da drüben ist eine ziemlich komplexe Sicherheitsvorrichtung. So sei als Gast des Pudels Kern der 1000 Künstler. Ja, danke. Das ist so das passende Wort. Okay. Sie geht nicht auf. Nun gut. Aber irgendwo, das kann ja wohl nicht wahr sein, irgendwo muss ja irgendwas sein, oder? Gehen wir nochmal nach ganz oben. Ja, okay. Ich könnte mich hinsetzen, ich tue es aber lieber nicht. Hier sind überall Kameras. Okay. Sollten wir uns. Gucken wir nochmal an, was liegt hier. Das ist die Fernbedienung, aber es funktioniert nicht. Ich brauche 2 Batterien. Ja, wir haben Batterien. Nutzen. Jawohl. Boah, ist das rot. Oh, töte die Hexe, hä? Es ist nur eine. Nee, es geht um den Bildschirm, Mensch. Oh ja. Aber das Rotgrisseln, das siehst du auch, oder, Junge? Boah, ist ja fürchterlich.
Meine Herren. Mal umschalten. Keine Ahnung, was soll uns das denn bringen? Machen wir so, so kann es keiner mehr lesen. Weiß keiner Bescheid. Wir haben nichts gesehen. Ne? Wir wissen von nichts. Wir wissen von nichts. Waren wir im ersten? Also ich bin echt verwirrt. Wo war denn die Cafeteria? Hier. Sehr gut. Hier ist niemand mehr, außer der einen Typ. Da der Kobold Käse mag, sollen wir uns trotzdem eine. Oh, warte. Hier, machen wir nochmal. Ein Altar. Nee, leicht reparieren müssen wir es erst. Wo könnten wir denn jetzt hin? Das ist alles nicht so einfach. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr oder so. Wir wissen, was wir machen. Hoffentlich wissen wir es. Wir gucken uns das Video an. In der Bibliothek. Und das war in der 8. Ne? Ne, der 8. war der Garten. Da müssen wir doch nochmal gucken. 7. Alles klar, wir gehen in die Bibliothek, gucken uns das Video an, was wir gefunden haben. Und nochmal das Video mit. Oh, wie geht's hier unten weiter? Nee. Mit. Ja, mit irgendwas, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Das Video. Mit der Mumie. Auch wenn es irgendwas mit einer Spinne zu tun hat und wir hatten hinten eine Spinne gehabt. Ja, wir gehen erstmal los. Komm, ich klicke mal die Spinne an, die sich hier hinten bewegt hatte. Auch wenn ich glaube, dass die uns angreift. Okay. Ich habe ja. Okay. Sie macht nichts mehr. Ich habe irgendwie gedacht, eine Spinne. Wir gucken uns das Video der Mumie nochmal an. Vielleicht fällt uns da irgendwas auf. Oh, wieder voll erschreckt, ey. Sakralotz, das können wir auch nicht wegschieben oder so, ne? Quatschen wir nochmal mit dem. Buchdaten? Ne, Ausgang. Das gibt's nichts Neues, scheinbar. Ja, ist ja gut, Mensch. Okay. Erstmal nochmal das. Vielleicht finden wir irgendwas. So. Die Mumie. Okay. Ja. Zerschneide ihre Bandage. Okay, also wir müssen zur Mumie erst. Dann brauchen wir die Krähe. Das Messer in der Krähe. Was ja in dem Text stand, die Messer in der Krähe und da ist eine Spinne. Okay. Hat uns nicht weitergebracht. Folge der Katze. Okay. Aha. Was? Was? Oh, und schon das kleine Gerumpel da hört auf. Okay, alles klar. Wir wissen jetzt Bescheid. Wenn wir der Katze folgen, dann kommt ein kleines Mädchen, was sich Vanilleeis auf die Hand erbricht. Oder so. Das hat uns alles nicht so weitergebracht. Sind wir nicht an der Krähe vorbeigelaufen? Und ich habe es noch nicht gesehen. Gab es eine Krähenstatue oder sowas? Ich muss mir echt mal merken, wo wir arbeiten in welchem Stock. In dem 5. arbeiten wir. Vielleicht können wir mit unseren Leuten hier mal sprechen. Vielleicht gibt es hier irgendwas Neues. Könnt ihr mir mal helfen?
Du bist die kompetenteste Person, glaube ich, hier. Nee, okay. Gut, mit dir möchte ich eigentlich nicht sprechen, da oben. Nun gut, okay. Eine Krähe, Messer. Na, mal schauen, was sich finden lässt, ne? Ja, keine Ahnung. Also, ich habe jetzt alles mehr oder weniger durchgesucht und bin jetzt auf kein Ergebnis gekommen. Und ja, vielleicht habe ich letztes Mal irgendwas übersehen, als wir gekämpft haben. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal, ob mal was finden. So. Irgendwas Offensichtliches. So. Okay. Ich kann dich nicht das Lieblingsbuch des alten Mannes nehmen lassen. Wer ist der alte Mann außerdem? Wo ist das Vieh? Okay, da unten. Ah, hurra. Na, oh, scheiße. Oh, guck an, das geht. Hier, jetzt. Ich hau dir das Ding vor die Rübe. Na, ich hab's mir nicht getraut. Ich fahre den gleich nochmal rum. Na, da haben wir nochmal einen Weg. Ich bin der Meinung, man muss doch. Vielleicht habe ich nicht richtig gezielt. Wisst ihr? Ah, das wollte ich gar nicht. Weil die sind so offensichtlich, dass man die. Jetzt aber. Okay, die gehen durch und durch. Aha. Nochmal. Ah! Ah! Okay! Jetzt verstehe ich. Ah, man kann mit den Dingern das aktivieren. Komm her. Du Mistnade. Heul doch. Komm, machen wir nochmal. Boah, ey, da hätte ich ja ewig suchen können. Mal nochmal rum. Das hätte ich nie unter. Du läufst falsch. Komm rum. Runter. Na, kommst du? Bist du? Da ist er ja. Na, da ist er ja, der Kleine. Oh, halt hängen geblieben. Ja. Los. Kommst du jetzt mal. Ja, komm her. Komm her, komm. Ah, nicht erwischt. Du Drecks. Oh, nein, 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 nein. Oh, Schein gehabt. Okay. Oh nein, zu weit unten gelaufen. Nochmal, dann geh nochmal hoch. So. Ah. Oh nein. Ja. Jawohl. Renn weg. Hau ab. Ja. Wir essen noch mal, trinken Kaffee. Wir können, oh, wir können ganz viel Kaffee machen. Guckt euch das mal an. Nicht mit dran. Ja, ich glaube, es ist weg. Oh, ich glaube, es ist weg. Ha! Ui. Die Eulenschuhhute. Mit einem roten Auge? War irgendwas mit einer Eule? Nee. Ich krähe das Messer. Okay. Gott, ey, da habe ich alles durchsucht, ey. Ich brauche die Taschenlampe gerade nicht. Ich lasse sie aus, damit ich die Batterie nicht verschwende. Okay, cool. Dann haben wir vorhin, als wir das ganze Gebäude durchsucht haben, anscheinend keine Batterien verschwendet. Ansonsten brauchen wir Batterien dafür. Wo könnte denn die Eule hingeflogen sein? In den Garten vielleicht? Ich glaube, wir fliegen mal in den Garten. Wir fliegen. Wir gehen mal in den Garten. Eine Eule in den Garten macht irgendwie Sinn. Wir haben noch ein bisschen Leben. Soll ich mir. Ne, komm, Leute. Wir machen uns vorher Kaffee. Und wir machen uns Kaffee in unserer Hauptbase. Und schauen wir mal. Vielleicht wurde da auch irgendwas getriggert. Wollen wir speichern? Hey, oder? Oh, siehst du, sie sind weg. Na gut, wir haben 9 Speicherpunkte. Wir könnten theoretisch speichern. Ohne Probleme. Oh, Katzenfutter. In der Schublade war etwas. Katzenfutter. Warum sollte Hokuso etwas hier haben? Hatten wir das nicht schon mal aufgesammelt? Ich bin der Meinung, wir haben so viel durchgeguckt, beziehungsweise ich bin durch alle möglichen Sachen gelaufen.
Ich glaube, da werden wir erstmal speichern. Wir machen jetzt ein bisschen Kaffee. Und nochmal dreimal. Und den Rest heben wir uns auf. Ich habe immer gern lieber irgendwie. Obwohl es eigentlich keinen Sinn macht, oder? Ja, ich behalte es einmal. Einmal behalte ich lieber. So, dann speichern wir einmal, oder? Ja, komm, wir speichern einmal. Und. Wer weiß, was hier jetzt noch kommt, ey, wenn die beiden weg sind. Wir hatten mal eine getroffen, die hat uns gesagt, wir sollen zu ihr ins Ding kommen. Das war, glaube ich, hier. Oh, da oben steht. Da oben stehen mehrere Leute. Hallo, was machen Sie hier? Komm schon, komm schon, komm schon, Oberst. Oh, ist das das mit dem Kackehaufen? Der Raum? Ich weiß gar nicht, ob ich das mit aufgezeichnet hatte. Nämlich in diesem Raum mit dem. Ja, Tatsache, das ist der mit dem Kackehaufen. Wenn ihr noch wisst, es gab diesen Raum mit dem Kackehaufen. Und da konnte man das Licht ausschalten. Und dann ist man ja nicht weitergegangen. Und da habe ich das Licht ausgeschaltet einfach. Und bin mit der Taschenlampe rumgelaufen, da war nichts. Und habe das Licht einfach ausgelassen und bin so rausgegangen. Das scheint irgendwas getriggert zu haben. Komm schon, komm schon, komm schon, Oberst. Oder es hat damit nichts zu tun. Aber wie kommen wir denn jetzt da rein? Können wir hier das schieben oder so? Hier wollte er nicht rein. Kann ich, ja, aus gutem Grund. Schieben wir einfach da dran. Sieht so symmetrischer aus. Aber zwar eigentlich nicht. Ja, keine Ahnung. Wie kriegen wir denn die weg? Das ist eine gute Frage. Müssen wir schon machen? Hier mit dem Licht, da sind sie manchmal angekommen. Okay, da kommt sie. Jetzt probiere ich mal vielleicht. Nee, das sind die zwei, die hier eh immer rumlaufen. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich nehme an, das wird später nochmal. Vielleicht müssen wir auch erstmal nochmal rumgehen. Ist ja auch wurscht. Wir wollten jetzt in den Garten, aber da die weg sind, die zwei, vielleicht machen die Pause. Pause in dem Pausenraum. Nee. Dann vielleicht noch mal in den anderen Raum. Wir haben immer noch nicht unsere nette Kollegin getroffen. War die in der 4? Vielleicht sind zwischen. Oh, das hat einem wehgetan, ne? Ne, hier ist auch niemand. Schade. Okay, die Eule würde ich behaupten. Könnte vielleicht im Garten sein. Wir gehen jetzt dahin, wo ich ihn wollte. Ne, ab in den Garten. Und wir schauen mal. Ob wir hier die Eule finden. Ist natürlich ärgerlich. Vielleicht. Ist das jetzt schon irgendwo, wo ich quasi hingelaufen bin. Aber. Mit der Taschenlampe, aber es noch nicht getriggert wurde. Weil wir noch nicht so weit waren. Wir haben ja hier schon gesprochen, das schon aufgemacht. Jetzt fange ich auch schon an. Die Eule. Wo könnte die Eule hin sein? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie auf einmal so weit weg ist. Das ist bestimmt hier irgendwas in den Orten. Hier waren wir auch schon. Hier ist nur die geschlossene Tür. Ja. Die Eule. Meine Herren, ey. Aber wenn das so ist, irgendwas Offensichtliches mit der Eule. Ey, das Spiel, das muss ich echt gut hintereinander spielen, glaube ich. Ansonsten kann ich es knicken. Der Raum mit den vielen Leuten, wo wir unseren Kollegen getroffen haben. Nee. Nee, hier ist auch wieder Dunst. Da brauchen wir nicht hin. Wo könnte die Eule sein? Ganz unten? Ja, ist ja gut. Oh, wir können mal hier draufklicken. Nö, passiert nichts.
Dieser Ort ist sehr gefährlich, aber ich sollte durchhalten. Schließlich ist es mein erster Arbeitstag. Ich kann später gehen. Wo könnte denn das sein? Das gibt's doch ja nicht. Okay. Die Eule, die Eule. Ja, dann gucke ich nochmal alles durch. Wir werden es sehen, oder? Oh, Sakralotz, Leute, ey. Ich bin so doof, ey. Wir haben es ja extra noch gesagt, was wir machen wollen. Das Buch müssen wir doch hier unserer Trulla zeigen. Ah, ey, wie lange das gedauert hat, bis ich da drauf gekommen bin. Oh mein Gott, ey. Werde ich auf jeden Fall schneiden, diese Wunde. Das will ich euch alles antun. Oh, Sie haben das Hexen. Mann, den Hexenhammer benutzt. Exzellente Arbeit, Herr Pasternak. Nein, nein, kein Herr Pasternak mehr. Ist etwas nicht in Ordnung? Schau, Sintra, ich sah mich gerade einer Art mechanisiertem Spinnenwesen gegenüber, das Mienen mit Augen nach mir warf. Und da war auch eine Mumie. Und nun, das hier ist nichts für mich. Ich passe hier nicht hin. Ich dachte, das würde ein normaler Bürojob sein. Papiere überprüfen und mittags mit Kollegen Kaffee trinken. Ich verstehe, wie Sie sich fühlen, Herr Pasternak. Wir wissen, dass dies keine einfache Aufgabe ist und Sie innerhalb des Unternehmens eine besondere Verantwortung haben. Im Namen von Sintercorp möchte ich unser vollstes Vertrauen in Ihre Fähigkeiten zum Ausdruck bringen und hinzufügen, dass ich persönlich großes Potenzial in Ihnen sehe. Die Tatsache, dass Sie das Buch erhalten haben, beweist es nur. Vielen Dank. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Ihre Bemühungen in Sintercorp nicht übersehen werden. Als Belohnung für Ihre Arbeit erhalten Sie einen Bonus von 1000 Credits, den ich auf Ihrem Konto vermerke. Sie haben 1000 Credits erhalten. Boah. Wenn Sie möchten, lassen Sie uns einen Blick auf den Inhalt dieses Buches werfen. Okay, ja doch, da bin ich sehr gespannt. Ah, interessant. Lesen abgeschlossen. Dies ist ein Buch aus dem 15. Jahrhundert, das zur Identifizierung und Jagd von Hexen erstellt wurde. Dass sich seither die Sprache geändert hat, werde ich Ihnen, da sich die Sprache seither verändert hat, werde ich Ihnen die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Ein Haus. Erstens, wo man eine Hexe findet. Hexen wählen für ihre Verstecke Orte aus, die eine tiefe Bedeutung für oder feste Bindung an ihr Leben besitzen. Obwohl sich ihre Verstecke oft außerhalb der städtlichen Zentren befinden, dringen sie aufgrund ihrer menschlichen Erscheinung als Teil der Bevölkerung in die umliegenden Gemeinden ein. Also wohnen die vielleicht gar nicht hier? Zweitens, wie man eine Hexe erkennt. Hexen sind die Frauen, die einen Pakt mit dem Teufel geschlossen haben. Sie verzaubern und manipulieren Männer, stehlen Babys, um sie als ihre eigenen Kinder großzuziehen, und fliegen mit Hilfe eines Wesens. Obwohl sie den größten Teil ihrer Existenz allein verbringen, haben sie normalerweise mehrere Akolyten oder Anhänger. Unter ihnen befindet sich die sogenannten Dienst. Wahren Geister, Tiergefährten, die ihre Befehle ausführen. Jede Frau kann eine Hexe sein, da eine ihrer Kräfte die Transmigration ist, die Fähigkeit, Körper mit einer anderen Person zu tauschen. Oh, ist das dann vielleicht die Nette am Anfang? Ist die vielleicht die Hexe? Ich glaube nicht, dass die Kollegin da eine Hexe ist, die bei uns im Raum mitarbeitet. Schön. Und zum Schluss, wie man eine Hexe tötet. Obgleich Feuer die effektivste Methode ist, um die Mehrheit an Hexen auszurotten, gab es im Laufe der Geschichte Legenden über außergewöhnlich mächtige Hexen, die sich als unempfindlich gegenüber Flammen erwiesen haben. Laut meiner Aufzeichnung wurden unsere Hexe vor einigen Jahrzehnten lebendig verbrannt. Unsere Hexe. Okay. Ihr Fluch hat sich jedoch im gesamten Unternehmen weiter verbreitet. Dem Buch zufolge besteht die einzige Möglichkeit, die mächtigsten Hexen endgültig zu vernichten, darin, ihnen den Kopf mit einem speziellen rituellen Dolch, genannt Atame, abzuschneiden. Diese mächtige Waffe kann auch abschreckend wirken. Das klingt alles nach einem Märchen.
Was meinen Sie? Nun, jeder weiß, dass es keine Hexen gibt. Und wenn es sie wirklich gäbe, glaube ich nicht, dass sie auf einem Besen fliegen würden. Das wäre viel zu unbequem. Ich meine, ihr wollt, dass ich Frauen im ganzen Unternehmen befrage und mit einem Messer ersteche? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dadurch auch Menschen sterben, die keine Hexen sind. Es ist klar, dass in dieser Firma etwas Seltsames vor sich geht, aber ich bezweifle sehr, dass das Problem gelöst wird, indem man ein Buch von vor 500 Jahren als Leitfaden verwendet. Sehen Sie nicht, dass etwas nicht in all das passt? Also, es tut mir leid, aber ich werde mein Leben nicht noch einmal dafür aufs Spiel setzen. Ich gehe einfach in mein Büro und sitze auf meinem Stuhl, ohne jemanden zu stören. Sie sitzen gerade jetzt in Ihrem Büro. Ja, hat sie recht, ne? Ein Pferd? Was war das? Ein geplantes Ereignis findet statt. Verlassen Sie die Sitzung so schnell wie möglich. Brian, denke daran, niemandem deine eigentliche Arbeit preiszugeben. Warte, hast du mich gerade Brian genannt? What? Was? Und es klingelt. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Cut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.